Moin, liebe Leute, Sternchen-Ens, was geht? Ja, wir leben aktuell in einer ganz besonderen Zeit. Natürlich nicht nur im besten Deutschland, was es jemals gab, sondern auch mitten in einer Krise. Ja, der ein oder andere hat aber vielleicht auch nicht ganz bemerkt, dass wir hier absolut Richtung Chaos fahren. In den Nachbarländern wird das gerade zur Realität. Deutsche Medien verschweigen es und der Normalo-Deutsche möchte das Ganze nicht wissen. Warum? Weil er Angst hat und weil er sich nicht vorstellen kann, dass ihnen das hier im wunderschönen Deutschland passieren könnte. Aber eben genau das ist, wie gesagt, Realität. Und einen Fall aus der Schweiz, den die deutschen Medien absolut verschweigen, möchte ich euch heute einmal vorstellen. Und dafür musste ich einen österreichischen Artikel verwenden. Das tut aber nichts zur Sache und wir gehen rein und schauen mal, was ich für euch habe. Okay, let's go. Erste Regierung geht hart gegen Heizsünder vor. 3 Jahre Haft drohen. Und ja, das ist keine Übertreibung, das ist die Realität. Und damit ihr besser informiert seid, lesen wir uns das Ganze einmal durch. Wer es bei einer Gaskrise daheim wärmer als 19 Grad hat oder das Wasser im Pool zu sehr wärmt, der muss in der Schweiz mit einer harten Gefängnisstrafe rechnen. Das Bundesgesetz für die wirtschaftliche Landesversorgung sieht hohe Geldstrafen vor. Und für ganz schlimme Heizsünder sogar bis zu 3 Jahre Haft. Ja, das mit den Geldstrafen ist aktuell schon voll im Gange in der Schweiz. Und da das den Schweizern nicht ausreicht, sagen sie sich, ja, hier gibt es auch Leute, die das nicht verstehen wollen, dass man hier aus Solidarität halb erfrieren muss. Und die machen einfach weiter und drehen ihre Heizungen auf. Das geht gar nicht, das ist absolut kriminell. Deshalb müssen die Leute weggesperrt werden und dafür dürfen bis zu 3 Jahre verhängt werden, liebe Leute. Ja, da bin ich aber jetzt wirklich froh, dass sich endlich mal jemand um die wahren Kriminellen kümmern wird. Kann ja nicht sein, dass wir so ein kriminelles Pack auf der Straße rumlaufen lassen. Also geht ja gar nicht, ne? Ja, wir lesen mal weiter und wie gesagt, das Ganze ist hier ein österreichischer Artikel. Da können wir Österreicher nur hoffen, dass nicht auch die grünen Regierungsmitglieder diese harte Vorgehensweise der Schweiz übernehmen wollen. Im Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung unserer Nachbarn sind nämlich auch knallharte Strafen für alle jene Bürger festgelegt, die sich bei einem Engpass an Gas nicht an die Vorgaben der Regierung halten möchten. Und laut Schweizer Blick drohen besonders uneinsichtigen Heizsündern nicht nur hohe Geldstrafen, sondern sogar bis zu 3 Jahre Haft. Ja, klar kann man hier jetzt sagen, ist noch ein bisschen schwammig formuliert, weil das Ganze natürlich auch noch nicht komplett ausgearbeitet ist. Ja, aber runtergebrochen heißt es ja nichts anderes als, du hast schon 2-3 Mal so eine Geldstrafe bekommen und machst immer noch weiter. Gut, dann musst du jetzt komplett spüren, wie das Ganze laufen wird. Du kommst in den Knast. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Einfach nur, weil man nicht frieren möchte. Aber nun gut, wir müssen natürlich alle halb sterben für die Solidarität, damit die Ukraine weiter kämpfen kann. Und das hier ist übrigens der Wirtschaftsminister namens Guy Parmelin von der SVP. Die SVP ist übrigens die Schweizerische Volkspartei und laut Wikipedia angeblich nationalkonservativ und rechtspopulistisch, europaskeptisch und wirtschaftsliberale. Und dennoch kündigt dieser Wirtschaftsminister punktuelle Kontrollen an. Und das schreibt das Schweizer Gericht vor. In mit Gas beheizten Gebäuden dürften die Innenräume höchstens auf 19 Grad geheizt werden. Warmwasser dürfte nur noch auf 60 Grad erwärmt werden. Heizstrahler oder Warmluftzelte sind dann verboten. Ebenso der Betrieb einer Sauna und das Einlassen oder Aufwärmen von Schwimmbecken. Ja, Leute, dann einfach mal aufhören, Wasser kochen zu lassen für einen Tee oder für Nudeln oder sonstiges. Bei 60 Grad reicht es auch, wenn man da mal ein paar Nudeln weich kocht, ne? Ja, und Heizstrahler sind ja auch purer Luxus. Das geht ja gar nicht, dass man sich hier ein bisschen die Füße anwärmen lässt oder sowas. Das ist also ekelhaft. Also da bin ich wirklich froh, dass die jetzt endlich mal vorgehen gegen diese richtig schlimmen Kriminellen. Das ist ja schon clanhaft, was hier passiert in der Schweiz. Diese bösen Familien, die ihre kleinen Kinder einfach einer Heizung aussetzen. Ekelhaft. Wer diese Vorgaben missachtet, dem droht eine Freiheits- oder Geldstrafe. Bei vorsätzlichem Handeln ist eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe möglich. Selbst bei fahrlässigen Verstößen gegen die Maßnahmen ist eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen denkbar. Das heißt, du möchtest einmal nur ganz kurz heizen und lässt die Heizung aus Versehen an und du bekommst eine Kontrolle und darfst dann 180 Tagessätze bezahlen. Und wenn du das extra machst, musst du noch viel mehr Geld zahlen und eventuell
in den Knast gehen, liebe Leute. Diese Vorgaben und die angedrohten Strafen sorgen jetzt für heftige Debatten. Allein die Frage, ob am richtigen Ort gemessen würde. An einer Außenwand ist es tendenziell kühler als an einer Innenwand. Könnte die Schweizer Gerichte beschäftigen? Ja, meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall die Innenwand nehmen, damit man noch mehr Schweizer Leute einbuchten kann. Immer schön den wärmsten Punkt nehmen. Am besten das Thermometer im Backofen reinhalten, damit man auch wirklich jeden ins Gefängnis stecken kann und von jedem ein bisschen Geld abzwacken kann. So sollte das Ganze laufen hier. Ja, da muss ich hier die Schweizer nochmal ein bisschen unterrichten, wie man die Leute ausbeuten kann. Und Werner Derer und Heizblockwarte dürften bei der Gaskrise dann aufblühen. Ohne Meldung von Nachbarn wird die Behörde wohl kaum einschreiten. Wirtschaftsminister Guy Parmelin will eigentlich keine breit angelegte Jagd auf Heizzünder starten. Allerdings soll es punktuelle Kontrollen geben. Ja, da bin ich aber froh, dass der Wirtschaftsminister ein toller Kerl ist, der nicht alle jagen möchte, sondern nur punktuell jagen will und punktuell Leute einsperren will, die einfach nur möchten, dass sie nicht zu Tode frieren. Aber nun gut, das stelle ich mir auch sehr schön vor. Wenn die Leute nicht hören wollen, dann müssen sie eben fühlen. Ich bin auch übrigens dafür, dass das Konsumieren von Wasser und Brot auch strafbar sein sollte, weil es geht ja gar nicht, dass man hier einfach Essen und Trinken hat. Das ist ja ekelhaft. Also einsperren mit solchen Leuten. Von Luft und Liebe hat man sich zu ernähren. Liebe ist ja auch schon, also das ist ja ein Luxusgut. Also nur noch Luft, liebe Leute. Wenn ihr was anderes konsumiert als Luft, seid ihr bei Bier unten durch hier. Aber mal Spaß beiseite. Genau das steht uns eventuell auch bevor. Und wenn ihr einfach nur die Augen davor verschließt, wird das Ganze nicht besser. Im Gegenteil, man muss dagegen angehen. Und egal wie links oder wie grün ihr seid, ich glaube nicht, dass ihr frieren wollt, und wenn ihr mal die Heizung anmacht, glaube ich nicht, dass ihr dafür 3 Jahre in den Knast wollt. Also egal, welche politische Ansicht ihr habt, aber genau dahin wollen wir hoffentlich nicht. In dem Sinne verabschiede ich mich, danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, haut da rein. Tschüss! Ey yo, check, Gabba, Workaholics Drama. Disclaimer für euch Heuchler, Dicker, geh mal zum Psychiater. Du bist so ein guter Mensch, so woke und androgyn. Hast deine Talking Points vom ÖER, deshalb willst du die Grünen. Argumente, Fehlanzeige, friss die rote Pille. Gabba, Gandalf, abonnieren, gib dir den Kick für deine Sinne.